Hallihallo, hier ist wieder Atomica und ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Factorio. Machen wir weiter an der Stelle. Wir hatten ja letzte Folge schon mal ein bisschen den Außenposten vordefiniert, also ein paar Mauern gebaut. Irgendwie kommt mir das schon wieder so laut vor. Ja, kein Problem. Der Plan war natürlich, den Außenposten jetzt weiter auszubauen. Was benötigen wir dafür? Kisten. Ein paar Eisenkisten dürften reichen. Wie viele Waggons haben wir? Zwei Stück. Hallo? Also acht Eisenkisten. Habe ich da noch welche im System vielleicht? Wo habe ich denn meine nächste Systemkiste? Hallo? Ah, hier. Hier ist die nächste Systemkiste. Was habe ich im System? Hallo? Was habe ich denn im System? Ich habe noch neun Eisenkisten da. Dann bestelle ich mir die mal schnell. Eisenkisten. Bitte einmal liefern. Knickarmroboter. Brauche ich ein paar schnelle? Brauche ich da auf jeden Fall. Ah, ein paar Fließbänder habe ich dabei, die dürften aber nicht ausreichen. Keinesfalls reichen die aus. Wir brauchen mehr Fließbänder. Was fehlt uns dafür? Natürlich Eisenzahnräder. Yeah. Roboter sind wieder voll ausgelastet. Na los, bring mir mal ein paar Zahnräder. Ich weiß, ihr habt viel zu tun. Müsst ihr ja immer den Waggon wieder nachladen. Naja, eigentlich könnte ich das hier schon mal ein bisschen schneller machen. Ich brauche 16 Knickarmroboter alleine für die Versorgung. So, jetzt könnte ich da eigentlich. Eisenzahnräder, hallo, Stahl, ja, Stahl. Oh, die Forschung habe ich ganz vergessen. Ich muss ja noch was forschen. Automatisierung 3 brauchen wir jetzt eigentlich noch nicht. Schadenserhöhung, Laserdruck. Die Kosten. Wobei, Alien-Artefakte haben wir jetzt welche mitgebracht. Ja, beliefert mich. Ich gehe mal schnell Alien-Artefakte weg. Wow. Hier sind aber viele Roboter unterwegs. Na, Freunde, alles so gut? Alles gut bei euch? Wie geht's euch? Da kommen die Kisten, da kommen noch ein paar Chips, da kommen noch ein paar Eisenplatten, noch ein paar Zahnräder. Dann kann ich ja noch mal ein paar Fließbänder bauen. Ja, füttert mich, bringt mir alles, was ich haben will. Die Kisten brauche ich nicht mehr liefern lassen. So, die kann ich wieder rauslöschen. Ah, schon wieder Alarm an der Stelle da unten. Das ist aber auch eine sehr schlecht geschützte Stelle. Die Roboter laden hier schön auf, bringen mir meine Eisenzahnräder, ist alles super. Was wollte ich jetzt holen? Jetzt habe ich vergessen, was ich holen wollte. Ach so, ich wollte die Alien-Artefakte wegbringen, genau. Wo hatte ich denn meine Forschungs... Ach so, mein Science Lab ist ja da drüben, genau. So, ja, hier ist keine Roboterabdeckung mehr. Oder? Ist hier noch Roboterabdeckung? Wo ist denn mein Roboport? 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 Hallo? Ach, hier ist einer. Ja. Und wo bin ich? Ah, hier bin ich, kleiner Lümmel. Da, wo die ganzen Roboter hinfliegen. So, kleiner Schelm. Ja gut, wir hauen jetzt erstmal noch ein paar von den Alien-Dingens da rein. Die werden ja angefordert? Echt? Ach so, nein, werden sie nicht. Und da können wir ja schon mal die Forschung anschmeißen für die Schadenserhöhung vom Laserturm. Was kostet denn die Feuerrate? Machen wir erstmal. Okay, dann machen wir erstmal die Feuerrate, lassen in der Zwischenzeit die Artefakte produzieren. Beziehungsweise die Wissenschaftspakete. Was brauchen wir denn noch unten? Lasertürme würden wir vielleicht gebrauchen. Dann nehmen wir noch mal ein bisschen Stahl mit. Stahl, gib mir meinen Stahl, gib mir Stahl, gib mir ganz viel Stahl. Fütterzeugs haben wir ja erstmal. So, ja, sehr schön. Gib mir mehr Stahl, gib mir mal ein bisschen Stahl. Komm, gib mal her hier. Bauen wir uns noch mal 57 Lasertürme. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar da unten. Ja, kann man machen. Batterien sind gerade noch so im Einflussbereich. Die Roboter sind wieder frei. Natürlich sind die jetzt frei, aber das wird sich gleich ändern. Wenn ich dann die Züge hier fahren lasse, können wir erstmal umbauen. Ja, sehr schön, sehr schön. Fließbänder haben wir jetzt erstmal ein paar einstecken. Ich fahre jetzt erstmal mit dem Arbeitszug nach unten, würde ich sagen. Wobei, brauche ich unten noch irgendwas, was in dem Arbeitszug ist? Gleise brauche ich nicht mehr, Masten brauche ich nicht mehr, Laser-Turrets habe ich einstecken, Mauern brauche ich auch keine mehr.
Roboport habe ich dabei. Roboter bräuchte ich vielleicht noch ein paar. Eine Lagerkiste könnte ich auch noch gebrauchen. Was fehlt? Eisenplatten? Echt? Ist ja unglaublich. Ich habe doch Eisenplatten bestellt. Bringt mir mal 200 Stück bitte. Roboter? Wollt ihr mich nicht beliefern? Seid ihr zu blöd dafür? Seid ihr faul? Faules Pack. Ja toll, wieso kommen hier keine Eisenplatten mehr? Was ist los mit euch? Jetzt kommen Eisenplatten. So, dann brauche ich davon noch eine. Mindestens. Robotergestelle wollte ich noch holen. Mal schauen, wie viel wir jetzt schon wieder da haben. 50. Das ging aber schnell. Ja, dann machen wir 20 Roboter davon. 21 davon. Ja, wir haben keine roten Chips mehr. Juhu, wir haben es geschafft. Die roten Chips sind leer. Wir brauchen jetzt ganz dringend Kohle. Oh, wir müssen wir irgendwie durchschlängeln irgendwie. Und dann würde ich sagen, wir fangen an, den Außenposten langsam mal jetzt ja, in Schuss zu bringen und fahren gleich mit dem richtigen Zug nach unten. Lalalalalalalalala. Es ist so weit, das ist so weit. So, jetzt fahren wir gleich mit dem Kohlezug. Reicht denn die Roboterabdeckung? Ja, die reicht locker bis hin. So, komm mal mit. Du bist Basisgleis 1 und fährst zur Kohle. Verlade bitte. Go. Ja, ja, ihr Roboter, lasst mich in Ruhe. Ich gehe jetzt. Ist mir jetzt egal. So, ja, ist natürlich nur ein kleiner Zug. Bitte einmal wenden und hier anhalten. Stopp. So, steht. Alles klar. Können wir hier lassen. Ist erstmal ausgeschalten. Also abgeschalten. So. Hier brauche ich natürlich auch absolut gar keine... Hier brauche ich keine Tankstelle sozusagen. 1, 2, 3, 4. Warum brauche ich hier keine Tankstelle? Ja, ist eigentlich ziemlich einfach. Ja, irgendwie ist das... Das sieht falsch aus, oder? Ich hoffe mal, die Lok hat keinen Kofferraum. Ich stelle die... Nein, ich stelle die jetzt hier mit hin. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Irgendwie sieht das falsch aus, oder? Egal. Das muss so, das ist ein Kunstobjekt. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Hier nochmal 8 und hier nochmal 8. So. Natürlich muss ich hier die ganzen Masten noch aufstellen. Ach, hey, das ist wieder einer. Ach, jetzt weiß ich wieder, was ich vergessen habe. Die Masten brauche ich natürlich. Klar brauche ich die Masten hier. Oh, Mist. Naja, dann machen wir erstmal die wichtigen Masten. Licht habe ich auch vergessen mitzunehmen. Ganz großes Kino. Ist das jetzt richtig so oder ist das so richtig? Nein, so ist richtig. Sicher? Ja, sicher, ganz sicher. Bin ich mir zu 100% sicher. So, und als ob ich es ausgemessen hätte, passt es natürlich nicht. Was mache ich denn jetzt? Das ist schlecht. Das ist wirklich ganz schlecht. Ich kann hier auch nicht einfach... Ach komm. Na, das passt aber auch nicht. Da muss ich den hier... Na, das ist echt doof. Das ist wirklich doof jetzt. Muss ich den hier eins versetzen, damit ich den hier eins versetzen kann und den hier wieder eins zurückversetzen, damit der auch... Oh, jetzt sind die Masten leer. Ich wäre verrückt. Ich muss nochmal nach oben fahren. Juhu. Der Weg, warum sonst? Achso, muss ich mal Gas geben hier. Na los, fahr. Hoffentlich komme ich direkt an den Waggon ran. Im Nachbarzug. Ja, komme ich nicht. Ich muss erst aussteigen. Aha, ihr hasst mich alle. So, jetzt nehme ich die Masten hier wenigstens mit. Was? Auch nur 4? Was fehlt denn? Stahl bestimmt wieder, oder? Das nehmen wir. Nein, Kupfer. Mir fehlt Kupfer. Mein Kupfer ist leer. Nein. Beleuchtung habe ich jetzt auch nicht so sonderlich viel dabei. Ach, hey. Ich bin wieder mal bestens vorbereitet. Das ist so laut hier. Das ist echt laut. Das ist wirklich laut. Ja, komm. Jetzt lieferst du mir doch Kupfer an. Okay. Bin ich jetzt nicht so abgeneigt von. Und was wollte ich jetzt eigentlich mit dem Kupfer machen? Ah, ja, natürlich. Strommasten bauen. Ganz viele Strommasten. Gib mir. Es sind jetzt nicht so viele, wie eigentlich sein sollten. Aber hey, was soll's. Ich laufe jetzt wieder runter. Das kann ich ja später noch nachbauen, wenn ich es brauche. Jetzt brauche ich es gerade nicht. Kohle verlade bitte. Gib Gas. Na komm.
Ach so, fährt er schon. Habe ich gar nicht mitgekriegt. Bin ich blöd oder was? Soll ja auch hingucken, ne? So, einmal anhalten. Korrekt. Psch. So, steht. Alles gut. So, die Kisten beschränke ich alle auf 3, würde ich sagen. Mal gucken, ob das schon geht. Ja, die Beschränkung wird... Oh, super, die Beschränkung wird jetzt auch übernommen. Traumhaft. Genauso habe ich mir das gewünscht. Das wollte ich schon immer so haben. So, und jetzt machen wir 2 rein. Das brauche ich hier nicht. So. Und ihr kommt von hier oben. Ach, jetzt habe ich... jetzt habe ich vergessen, den Zug abzuschalten. Nein, das mache ich mit der Schrotflinte. Nicht alles kaputt machen. Aber gerade ist aufgebaut. Kannst du nicht wieder kaputt schießen. So. Ja, wie schon gesagt, das ist jetzt hier eine Ausnahmestelle, weil es geht einfach nicht anders. So. 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 Und dann haben wir hier ein kleines Problem, weil wir die Roboter gerade bauen wollen unbedingt. Die wir aber auch danach noch bauen können, weil wir die jetzt eigentlich überhaupt nicht brauchen. So. Hängen wir hinten dran einfach. Ja, ich hätte gerne mal meine Strommasten. Ich muss hier nämlich langsam mal anfangen, ein bisschen Erz rauszuholen, ein bisschen Kohle rauszufördern. Ansonsten habe ich ein kleines Problem. Ja, ich weiß, ihr habt meine Basis lieb und ihr mögt die gern knabbern und scheint ja zu schmecken und so. Ah, da kommt der Zug schon wieder angeraust. Ja, wo bleibst du? Hallo. So, du hältst jetzt hier bitte mal an. Danke sehr. Also ihr habt gesehen, da fährt jetzt automatisch schon zwischen den 2 Haltepunkten, die in dem Fahrplan eingegeben sind, fährt er jetzt hin und her. Hier kann ich auch noch die Zeit einstellen für den Haltepunkt, 30 Sekunden, müsste erstmal, also das müssten wir später noch optimieren. So, jetzt kommen die Strommasten. Jetzt kann ich ja bald loslegen hier. Jetzt kann ich ja bald ordentlich Party machen. Oh, jetzt war ich aber erschrocken. Damit habe ich jetzt gar nicht mehr gerechnet, dass die Forschung, stimmt, die hatte ich ja noch, genau, Schadenserhöhung. Damit die Lasertürme in der Lage sind, sich besser zu verteidigen. Was ist denn hier los? Da habe ich mich wieder verbaut. Also wirklich mal. Ey! Nein, nicht Kohle! Also ja, Kohle, aber nicht. Ach Mann. So, jetzt baue ich eine Reihe. Also Reihe, ich glaube, das wird gar keine Reihe. Warum habe ich hier 15 Stück? Das ist eine ungerade Zahl, das gefällt mir nicht. Weil. Ach komm schon. Echt jetzt? So, jetzt baust du die bitte nochmal. Ja, 16. So, das heißt, wir machen. Acht in diese Richtung. Das holen wir uns später noch. 3, 4, 5, 6, 8. Was? 5, 6, 8? Was ist denn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, ihr bekommt das Fließband nach da verlegt. Ja, doch, gute Idee eigentlich. Ich weiß, jetzt habe ich hier wieder ganz viele Kurven drin, die wir eigentlich ja nicht haben wollten, aber... Ist ja jetzt nicht so schlimm. So, erster Anschluss. Yay. Kohle wird verladen. Läuft. Einmal noch auf dieser Seite, bitte. Hallo? Achso, jetzt bin ich jetzt zu weit weg. Na, ist kein Problem. Und dann möchte ich das gerne nochmal für die andere Seite haben. Jetzt habe ich natürlich nicht genügend Fließbänder dabei. Hier muss ich auch nicht drauf achten, wegen Masten und sowas. Das ist nur ein Außenposten. Vorübergehender Außenposten, wohl bemerkt. So, kann ich noch welche bauen? Ja, sehr schön. Jetzt breche ich die Roboter schon zum dritten Mal ab. Und baue die nochmal. Dann breche ich die eben ab. Die ab. Weil ich habe jetzt gerade keine roten Schaltkreise mehr. Ganz einfach aus dem Grund, dass ich ja hier jetzt absolut gar nichts mehr. Na komm schon, mach mir schnell die Fließbänder noch fertig. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Möchte. Oh, Entschuldigung. Ich müsste mir unbedingt meine Räuspertaste einrichten. Das ist ja schlimm. Das muss ja unangenehm sein für euch. Also zumindest denke ich das. Ich meine, wenn das jetzt bei anderen Let's Playern passiert, die ich halt so gucke, stört's mich jetzt nicht, aber ich weiß nicht. Ich habe immer so den Eindruck, dass es manche stören könnte.
Sag ich mal so. So, jetzt wird die Kohle verladen. Sehr schön. Ach, das könnte alles so viel schneller gehen. Ach so, stimmt, wir haben ja bloß 50er Stacks. Warte mal, das haut so auch nicht hin. Ach komm, wir machen die jetzt einfach so. Wir machen die Begrenzung weg. Die bringt eh nichts. Und lassen hier schön einsammeln. Wir brauchen vielleicht noch mehr Fütterwerke, oder? Naja. Wir können auch den Zug erstmal auf eine Minute umstellen. Wobei, beim Entladen brauchen wir das eigentlich nicht. Beim Verladen schon eher. Wobei, hier wird. Ich weiß nicht. Wir machen mal 45 Sekunden. Komm, wir machen eine Minute. Wir machen eine Minute erstmal pro Haltepunkt. Weil ich sonst hier ein bisschen. So, und du fährst jetzt bitte mal für mich zur Basis Gleis 1. Ja, aktualisiert. So funktioniert das eben. Also jetzt habt ihr gesehen, hier wird eingeladen. Sobald der Zug hier stillsteht, wird er ausgeladen. So, das hätten wir jetzt schon mal. Den lasse ich jetzt hier auch erstmal stehen. Ich muss unten vielleicht noch ein Arbeitsgleis einrichten. Also ich habe meistens in den Außenposten noch ein extra Gleis für Arbeitszüge. Das habe ich jetzt ausnahmsweise nicht eingeplant. Könnte natürlich auch ein Riesenfehler sein, dass ich das nicht gemacht habe. Ah, mal schauen. So, wo ist denn hier überhaupt das Kohleband? Ist das dieses hier? Warum kommt hier nichts? Was ist das für ein Band? Nee. Was haben wir hier? Ach, das ist mein Kunststoffband. Er wird schon automatisch Kohle geliefert. Ist ja Weltklasse. Als ob ich es geahnt hätte vorher. Cool. So, nochmal 15 Roboter plus. Das ist gut, dass ich das schon vorher eingerichtet habe. Sehr geil. Yay! Wir haben wieder eine Versorgung für Kohle. Wir haben noch eine Versorgung für Stein. Unsere Steinkiste. Steinkiste. Was haben wir denn hier überhaupt? Eine Anbieterkiste. Passiver Anbieter. Passive Provider. Okay. So, jetzt wird die Kohle hin und her geflogen. Natürlich sind jetzt die Roboter komplett ausgelastet. Ja, das ist klar. Das kann ich mir schon vorstellen. So, einmal durch den Zug. Und dann fährst du mich bitte einmal nach unten. Basis Gleis 1 hätten wir schon lange abgeschlossen. Du fährst jetzt bitte zur Kohleverlader, bist ja eh schon leer. Ja, ich würde sagen, das läuft. Und den lasse ich ab jetzt hier hin und her fahren. Ich selbst kann laufen, es sei denn, der Zug kommt hier gerade an. So wie jetzt. Das ist ein Zufall, dass ich auch gerade da bin. So, hier habe ich natürlich jetzt das Problem, zu eng gebaut, kein Platz. So, mach mal überall einen hin. Da ein, da ein. Mann, was soll das? Es stehen da Türme? Nein! Wieso greift ihr jedes Mal da an, wo keine Türme stehen? So, jetzt muss ich aufpassen, nicht, dass mich der Zug über den Haufen fährt. Ich laufe jetzt einfach außen rum. Ich hoffe, ich schaff's noch. Oh, komm schon. Was ist da los? Dim-dim-dim-dim. Angriff. Oh, noch ein Angriff im Norden. Oh, Mist, Mist, Mist. Ich habe ja keine Turrets. Wenigstens habe ich meine Schrotflinte. Nein, jetzt machen die wirklich meine Mauer kaputt. Ey, hör auf damit. Ah, Mist. Alter, meine Mauer zerkaut. Lecker Mauer. Njam, njam. Habe ich noch welche einstecken? Ja, natürlich nicht. Warum sollte ich auch? Habe ja keinen Grund dafür, ne? Ich hätte gerne eine neue Mauer. Ah, Mist, jetzt muss ich hier wieder einen neuen Punkt absichern. Kostet natürlich wieder ganz viele Lasertürme, die ich nicht habe. So, bringt ihr mir mal bitte eine Mauern. Mauern, Mauern, Mauern. Ich brauche mehr Mauern. Und mehr Roboter und mehr Chips. Jawohl, die Chipproduktion läuft wieder. Sehr schön. So wollte ich das. Warte mal, ich hatte doch zwei davon, oder? Ich hatte doch noch eine extra Chipfabrik. Yay, give it to me. Hier unten ist noch eine Chipfabrik, ja, sehr schön. Da möchte ich auch meine Chips bitte herbeziehen. So. Sehr schön, sehr schön.
Ja, was ist denn jetzt los? Ach, der Außenposten. Da habe ich doch noch gar nicht gesichert. Ach, Jungs, hört doch mal auf damit. Ich brauche ein Auto, ganz schnell. Ich brauche ganz dringend ein Auto. So, jetzt ist aber Schluss hier. Jetzt reicht's. Das ist die kleine Basis da drüben, ihr kleinen Lacker. Oh mein Gott, und der Timer meldet sich schon lange. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht allzu sehr überzogen. Ja, komm schon, lauf doch mal schneller, du kleiner Affe. Ja. Oh mein Gott, oh mein Gott. Hör auf damit. Das schmeckt dir eh nicht. Ah, Mist. Jetzt haben die sich ja schon durch die halbe Mauer durchgekaut. Ich hab's wieder nicht mitbekommen. Ich muss mir jetzt ganz dringend Mauerstücke holen. Ich renne hier von einem Stützpunkt zum anderen. Oh ja, wo ich gerade dabei bin. ich habe ja schon überzogen hier anscheinend. Ja, ich würde sagen, das war's jetzt für die heutige Folge von Factorio. Ja, hat mich gefreut, dass ihr wieder dabei wart. Würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr das nächste Mal dabei seid, wenn wir unseren Außenposten noch ein bisschen ausbauen. Was wir als nächstes machen, weiß ich noch nicht. Das werde ich dann spontan entscheiden. Ich denke, wir werden dann bald schon Kupfer. Ne, Kupfer brauchen wir noch keinen Außenposten, aber Eisen werden wir bald suchen müssen. Wird interessant. Ja, ansonsten würde ich sagen, ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt oder nach unten, je nachdem, wie ihr das fandet. Feedback dazu wäre natürlich echt super. In dem Sinne würde ich sagen, ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen guten Morgen, schönen Tag, guten Abend, gute Nacht, je nachdem, wann ihr schaut. Und der Tomeka klingt sich aus. Ciao!